Pino mit dem Dunking. Nochmal schön einmal durchgegangen von Pino. Tolles Dribbling da auch. Kicken Landstone, der sich einmal auf den Hosenboden setzt. So bleibt Ulm in Führung und dann ist Javonte Green zur Stelle. Per krachendem Dank. Das ist natürlich spektakulär. LA-Jupe-Abschluss. Stil auf der anderen Seite. Und Heinz geht alleine zum Dank. Da hat er hinten den Rebound geholt und dann sprintet er übers ganze Feld. Das ist natürlich eine unglaubliche Energieleistung, die Heinz hier bietet. Oh, Bräunig! Aber jetzt nochmal ein ordentliches Statement. Wie Bräunig das dann abschließt, gegen zwei, das ist natürlich auch aller Ehren wert. Und nochmal ein Highlight der Bonner, die Leo auf Rashard James. Und der ist ja fast mit dem Kopf auf Ringhöhe. Spiel vom Allerfeinsten auf Alexander. Den hat er sich noch schön nach oben gezogen. Zizis und dann Patsch. Starkes Handspiel. Weiß ja auch, dass mit Everton und Seckfelder da zwei sind. Die ist drauf, Willis. Das ist mal was fürs Publikum. Lässt der Seckfelder einfach stehen. Schöner Pass auf Derek Williams. Am Mann geht er da hoch. Unglaublich immer, wie schnell der einfach abgeht. Kompromisslos. Vielleicht kann der MBC noch mal schnell abschließen. Relaford, behind the back. Relaford von der Mittellinie. Relaford! Dann eben mit behind the back Dribble aus vollem Lauf von der Mittellinie. Wieso denn nicht? Albacic, nächster Rebound. Und dann das Dribbling, wenn er den jetzt auch noch gemacht hätte, wenn der passt. Wahnsinn! Wahnsinn! Rashid Mahalbacic! Behind the back Dribbling, der Blick, der Pass, Schwedhelm aus der Ecke und sie feiern ihn hier. Rashid Mahalbacic.